Moin Moin und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder am Start. Und ja, wir können aufatmen. Wir können uns beruhigt zurücklehnen. Entwarnung sozusagen. Ja, vor was eigentlich? Und zwar ging es darum, dass eine Gruppierung von 50 Leuten, deren Boss ein Prinz sein soll, angeblich, einen Staatsstreich geplant hatte. Ich weiß nicht, was da genau, wie das aussehen sollte, ob die da nach Berlin fahren wollten, extra einen Flixbus gemietet oder so, keine Ahnung, dann in den Bundestag reinrennen, dort alle Geiseln nehmen und dann die Staatsgeschäfte an sich reißen wollten. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Entwarnung, alles gut gegangen. Die Jungs und Mädels sitzen in Untersuchungshaft und wir können durchatmen. Eigentlich hatte ich ja die Idee. Ich habe mir extra dafür 200 Fruchtfliegen gezüchtet, wollte diese Fruchtfliegen dann nach Berlin schicken, sag, komm hier Jungs, fliegt ab, Bundestag, ihr wisst, wo es ist, Rainer nehmt alle als Geiseln und reißt dann die Staatsgeschäfte an euch. Und ich war mir eigentlich, also meine Hoffnung bestand darin, dass diese Fruchtfliegen ein besseres Geschäft machen als unsere momentane Regierung, obwohl man eigentlich ja schon komplett zufrieden sein kann mit der besten Bundesregierung, die wir seit Deutschland gedenken haben eigentlich so, ja. Gut, Moment, ich höre gerade draußen was. Ich guck mal schnell, bin gleich wieder da. Oh, meine Augen brennen noch. Oh, die Augen brennen, sorry. Oh, aber es war nur eine Verwechslung. Die Jungs haben sich entschuldigt, das war das falsche Haus. Sie kommen auch wieder und räumen die Bude auf. Die 200 Fruchtfliegen haben sie allerdings mitgenommen. Mist. Aber alles okay, alles gut. Ich kann weitermachen. So, kommen wir auch gleich direkt zum nächsten Thema. Und zwar an das Video, das Tarkov-Video vom letzten Mal, was ursprünglich eigentlich 25 Minuten gehen sollte. Ging leider bloß 16 Minuten und ein paar zerquetschte Sekunden. Den Grund dafür kenne ich nicht. Es ist beim Rendern wohl etwas schiefgegangen. Obwohl er mir am Ende gesagt hat, ey, alles grün, alles bestens, das Video passt. Normalerweise gucke ich mir die Videos auch nochmal an, von Anfang bis Ende durchweg, ob ich vielleicht irgendwo einen Text vergessen habe oder sonst irgendwas, ob der Titel vielleicht nicht stimmt oder mich verschrieben habe, irgendwas. Und habe ich an dem Tag nicht gemacht, wahrscheinlich ein bisschen was um die Ohren gehabt. Reiche euch das Video jetzt nach. Wir sehen auch, dass das Video wirklich 25 Minuten lang ist. Das wird als mit einer Länge von 25 Minuten angezeigt, springt allerdings bei 16 Minuten 40 Sekunden immer wieder an den Anfang zurück, wieder und wieder und wieder. Keine Ahnung warum. Jedenfalls reiche ich heute den restlichen Teil sozusagen nach. Und noch ein kleiner Zusatz, also ein kleines Gimmick als Entschuldigung dafür, gibt es am Ende nochmal einen leckeren Mosin-Kill. Ja, war wirklich nicht schlecht. Da hab ich mir alle 10 Finger geleckt. So, ich wünsche euch viel Spaß und bis dahin, wir sehen uns, euer Senseless. Tschüssi. Er steht ja erstmal mitten in der Pampa und zieht sich was rein. Ja, ich schmeiß mal kurz all die Sachen weg. Ja. Okay, da müsste ich eigentlich nochmal hingucken. Alter, Vorsicht, ich werde beschossen. Bin tot. Ich hab's gehört. Jo, ach, das gibt's nicht mehr, Alter. Wüsste, wo du liegst. Weißt du, wo der Hidden Stash ist? In die Richtung bin ich. Ja. In die Richtung, da liegt nur Busch. Er war hinten beim Auto auf der anderen Seite. Ach so, mir kam das vor, als hätte der von der hinten geschossen auf dich. Hat er auch. Ach so.
haben. Alter, er hat schon wieder Stahlboxwaffe. Ich werde mich jetzt leider von meiner Mosin verabschieden. Habe ich ihn jetzt, Jungs, wo habe ich ihn in meinen Rucksack hingeschmissen? Habt ihr das irgendwie gesehen? Ich glaube dort. Ich glaube ja hinter der Bushaltestelle irgendwo. Ja, weil ich mich doch nicht verhört. Ich hätte nämlich schwören können, dass die Schüsse von links gekommen waren. Auf Nordi. Meine ganzen Sachen liegen da noch genau da, wo du jetzt bist, an dem Bushaltestelle. Dann bin ich immer da. Ich mein Rucksack, meine Weste und meine Waffe steckt so in dem blauen drin. In dem Wellblech. Okay. Aber ich werde mich jetzt vom Acker machen. Ich fahre mit dem Auto raus, da kommt ja keiner mehr her. Oder soll ich den Rucksack nehmen? Soll ich den lieber nehmen als anstatt meinen? Also mit Brille im Regen ist ja richtig scheiße. Aber der war völlig irritiert. Also, er hat das gar nicht... Warte mal, habe ich da das Geld drin? Nee, das habe ich in meiner Weste. Der hat das gar nicht gecheckt, woher die Schüsse kamen. Aber selbst ich habe ja sein schallgedämpftes Zeug auch gehört. Also so ungefähr, also die Richtung ungefähr so... Ich glaube, auch wenn du jetzt nicht den super krassen Schalldämpfer drauf hast und ein paar Kilometer weiter weg sitzt, hörst du das, glaube ich, auch, oder? Also sind noch 8 Minuten, Nordi, hier kommt keiner mehr vorbei und klaut was. Ist okay, ist gut. So, das nächste Mal bringe ich dein Zeug mit raus. Es ist schon vorprogrammiert. Nee, das nächste Mal gehen wir alle 3 heil raus. Würde ich sagen. Oh, Stahlbock sitzt dort. So. Sorry. Olli? Olli ist ein Rauchender, oder? Ach so, ja. Ja, Olli ist halt kacke, Mann. Lauf, lauf, lauf! Nein! Oh, nein! Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Oh, scheiße. Jetzt habe ich wieder natürlich Outskirts. Du bist ein Typ, Alter. Das Taxi Alter. Verpasst, Alter. Outskirts, das schaffe ich nie. Niemals schaffe ich Outskirts in 10 Minuten, 7 Minuten. Da muss ich Onis Waffe wegschmeißen. Das muss ich ja rennen. Alles gut, schmeiß weg, schmeiß weg. Das muss weg. Das muss weg. 46 Kilo, ich bin immer noch zu schwer. Den hau ich weg. No, God! Oh, Scheiße. No, und kein God, Stim please, mit. No, no! Aber ihr hört mich, oder? No! Ja. No! Knolle, danke dir für 25 Bits. Dankeschön. Und das schaffe ich nicht bis Outskirts. Ja, das ist halt doof. Also wenn ich
Wenn es jetzt so knapp ist, dann nochmal ZB014 runter gucken, um dann zu sehen, dass es doch zu ist. Es könnte eine sehr enge Kiste werden. Forest. Was? Lauf, Forest. Ach so. Du hast es gerade gar nicht gehört. Es ging nur, als hätte jemand ins Mikro gefurzt. Nee, das war Beatbox. Aber. Ach so. Alter, was rückelt denn das bei dir? Ja, das meine ich ja. Das schafft er nie, wenn er erstmal wieder 2 Sekunden zurückgerüttelt wird. Oh, guck mal, 35 Sekunden noch. Ach, so nah und doch so fern. Es kann nicht sein. Warum lauf, Junge, lauf. Hast du gesehen, das hat schon wieder so komisch geruckelt. Ja. Wir sehen das auch erst später. Dann lege ich hier noch ein Scaff um und dann war's das. Die Punkte nimmst du mit, ne? Ja. Digga, das hättest du nicht geschafft. Nee, das schaffst du nicht mehr. Lauf mal, du bist doch gleich da. Nee. Jetzt nicht mehr, rennt der da falsche Richtung. Der ist so kein Scaff mehr da. So, tschüss. Bin tot. Ach, Mann. Oh. Alter, was machst du denn da, Junge? Der sitzt da oben mit bewegungslos, ja, Alter. Der rotzt erstmal überall hin. Ich Idiot, ich hatte Dings drin, Automatik, Vollauto, Mann. Wie so ein Messerwerfer, immer außen rum, Mann, jetzt nehme ich hier noch meine Hose mit rein. Wie du uns immer rechts, das verstehe ich gar nicht, wenn ich das so sehe. Ja, ich auch nicht, hör mir auf, ich kriege nicht mal einen Scaff erschossen. Das Alte ist ja das, was es schon immer gab, hä? Hier groß Long Range hier, weil wir noch ein bisschen Rückendeckung oder? Okay, wir rennen. Na, ich habe überhaupt keinen Scope. Ich sehe, ich habe nur Kim und Com. Oh, Iowa Zeit wieder hier. Naja, nur die Harten kommen in den Garten. Oh, irgendwo ist hier irgendwo was, eine Granate hochgegangen. Das war, glaube ich, auch gar nicht so weit weg, oder? Man kann es gar nicht mehr einschätzen. Man weiß es gar nicht. Nein, mehr. Ich hätte gesagt, das ist irgendwo im Sniperhügel oder so gewesen. Ach so? Also, Klugscheißer kann Kinder haben. Nee, aber nee. Du bist doch jetzt der Erfahrenste von uns. Naja, so viel Spielzeit habe ich jetzt auch nicht mehr als ihr. Jetzt, oh. Also die letzten Tage, ich hab weiß ich, vielleicht 5-6 Stunden gespielt oder so. Am Tag? Ja, nee. Ey, wieso steht er auch? Ach so, ja, stimmt ja. Das ist ja hier so komisch. Man muss. Alter, dieser Busch, Alter, hat mir gerade richtig fertig gemacht. Hier, Matze. Was denn? Guck mal hier die Straße runter, die Richtung, die ich gucke. Siehst du den Busch da hinten mit dem dunklen Fleck? Ja. Oh Alter, ja. Ich dachte, da sitzt da einer. Ja. Ich habe da eine AKM hingeschmissen, falls jemand möchte. Ich hab mir die M700 redlich verdient. Oh, Heimatland. Oh, ein E-Drill. Ich bin tot. Oh, frag mich nicht, wo ein Schuss in den Kopf. Alles gut. Von hinten? Ja, weiß ich nicht von wo. Kann ich dir nicht sagen. Ich bin unten in der Kammer. Ich bin noch in der weißen, ja? Weißen Container, der nach oben stand. Wo warst du, Nordi? Ich bin runtergelaufen mit dir, aber seitlich am Stein. Ja. Alter, das gibt's ja gar nicht, Alter. Fick dich mal, Drecksspiel, Alter. Es geht schon wieder. Du springst nicht, ne? Ja, ich spring. M80 hat mich erwischt mit einem Schuss in die Birne, Alter. Komm, das ist so lächerlich. Leise Audio. Ja. Der flitzt hier irgendwo rum. Matze, du bist in der Holzhütte, ja? Ja. Okay. Ja, irgendwo hier ist er. Ist gerade hier noch rumgerannt. Ja, der wird schon wissen, dass wir zu dritt waren, ne? Ja, klar. Du auf Holz? Nee. Ja. So laut? Ey, hör auf, ich weiß auch nicht. Da muss ja Steam-Audio-Bug sein, Alter, das ist ja krank. Ich habe einen Rucksack aufgehabt, der war voll.
verstehe das nicht. Du klapperst auch mit der Knifte, ja? Ja. Wie gesagt, ich bin oberhalb und höre dich, als wenn du neben mir bist. Sinnlos. Ich schleiche jetzt ohne Rucksack, habe ich weggeschmissen, trotzdem. Alter, du. Wenn ihr einen Elefanten neben mir rum. Ja. Oder hast du vielleicht zugelegt, Matze? Mein Charakter vielleicht, da wurde lange nicht gespielt. Ich selber nicht, ich habe abgenommen. Aber du hörst auch nichts, ne? Ich höre nichts, ne. Ich glaube, das war hinten. Jetzt, wenn wir zum Fluss laufen würden, da so die Ecke, weißt du? Mhm. Wenn du da Richtung dieser Spreng, da ist ja so ein Loch im Zaun. Da, wenn ja, du da durchrennst, wirst du ja weggesniped oder weggesprengt irgendwie. Da aus der Richtung genau. Kam das, glaube ich. Ja, ich höre was. Bewegst du dich nicht? Ich bin gerade aufgestanden. Hat sich's angehört, als ob jemand aufsteht? Leise, leise, leise. Granate? Oh ja, bei mir. Oh ja. Na, ist hinter mir irgendwo. Mann, Alter, ey, der hat ein ganzes Magazin gefressen, der Assi. Der wusste aber, dass ich gerade drin bin. Der sitzt oberhalb von dir, Matze. Ja. Hat eine kassiert? Ah, wir werden sehen. Ist auf jeden Fall Zumuk. Ja, 220 Hitpoints. Warte mal. Ich hab ihn, den Hund. Genau, hast du das? Jungs, ich hab ihn kalt gemacht. Alter, geiler Typ. Mit der geilen Mosin, Junge. Oh, der ist sehr schön. Der ist mit meinem Zeug gerade abgehauen. Den hab ich weggesnackt, den Hund. Ach, der hat er dich doch nicht mitgekriegt. Aber ja, doch. Die Granate, doch, Granate ging ja runter. Ne? Mhm. Aber du bist halt ein Biest, ne? Mosin, Ivan Said, Biest. Ja. Also. So, ja, herzlich willkommen. Lichtdose, herzlich willkommen. Ja, willkommen im Chat, Leute. Na, Mahlzeit. So, jetzt lass mal sehen, was er hat hier. Ja, mein Zeug bestimmt. M4. Die M4 war die, ja, das, die war gemottet. Das ist meine, ja. Warte mal, ich muss mal hier was raus. Boah, Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Halt's Maul, Alter. Oh. Ich wollte jetzt ein bisschen Platz machen für deine Waffe, weißt du? Ja, Und dann nehme ich die hier mit rein. Ah, dann muss ich das Ding abbauen. Ah, shit. Ah, hier muss ich auch das abbauen. Na, die Knifte kannst du über so einen Busch schmeißen und dann. Ich weiß nicht, wenn du meine Weste vielleicht noch einmal. Einmal waschen. Mein Rick. Die, das wäre ganz geil. Hier erstmal mal unter Rucksack. Auch Level 19 hat euch lang gemacht, Jungs. Schämt euch. Hm. Hm. Ja, das ist seine Wüste. Ich hätte eigentlich auch gerne noch sein Zeugs mit. Ach man. Ich bin jetzt wieder hektisch. Das kann weg. Das nehme ich 5. Dann kann das weg. Hier und die Nate noch. Ach, das Rick brauche ich nicht mitnehmen. Bei meiner Leiche kannst du die Waffe einmal wegschmeißen, wenn du es schaffst. Und nimm mal die Munition mit raus, ne? Wenn du willst, für dich. Ja, bei mir könntest du, wenn du Zeit hast, auch einmal in meinen Rick gucken. Da müsste auch noch ein bisschen 59 drin sein, weil ich es nicht verballert habe. Und wenn du meinen Helm vielleicht noch... Okay. Aber alles gut. Wenn nicht, scheiß, nee. Ich lieg da oben in diesem weißen Container, wo du den hörtest. Ja. Aber kein Stress, alles gut.